Moin ihr Fischköppe, ich bin heute hier wieder auf dem See, wie ihr es vielleicht hier sehen könnt, sitze ich im Boot, habe wieder den Robert dabei, der rudert diesmal mal für mich, letztes Mal bin ich die ganze Zeit gerudert, ich bin heute auch schon eine ganze Ecke gerudert. Ja. Und ja, heute ganz schönes Wetter eigentlich, es war Pieselwetter angesagt und jetzt ist es hier echt sonniger Tag und ein bisschen bewölkt, auf jeden Fall top. Wir werden mal heute sehen, ob wir irgendwas fangen können, ich denke mal die Chancen stehen ganz gut, ich habe mir überlegt hier mal mit großen Gummifischen und Wobblern anzugreifen, ein bisschen zu schleppen ist an dem See hier auch erlaubt und ja, dann werden wir mal schauen, was wir so überlisten können. Also ich denke mal, wir sind ganz zuversichtlich, dass hier was geht. Auf dem Wasser. Ja. Echt ein Hammerstart. Mega geil. Super, ja. So kann es weitergehen. Ich denke mal, um die 80 hat er. Ja, wir messen ihn gleich mal. 77 schätze ich. Kann gut sein, ja. Schön fett. Sauber, Petri. Geil. Läuft richtig gut für das Wetter im Moment. Ja, auch noch einen Angelkollegen getroffen, der hätte keinen. Aber ja, so ist es halt mal, ne? Ja, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, sind wir immer relativ ufernah unterwegs. Das gehört auch zu unserer Taktik. Wir haben heute mal ein Echolot dabei, wissen, dass es 10 Grad Wassertemperatur so circa sind. Und das ist noch relativ warm für die Jahreszeit. Und deswegen stehen die Hechte noch relativ dicht am Ufer und in den Seerosen, den abgestorbenen, noch drin. Und da probieren wir sie heute mal rauszukitzeln. Das hat ja auch schon ganz gut geklappt. Wir haben jetzt hier noch circa 2 Stunden Zeit. Ungefähr, denke ich mal. Und ja, ich bin zuversichtlich, dass da noch einer geht. Bestimmt. Da kommt gerade ein Schwan runter. Kurz über unsere Köpfe. Alles klar. Wir sehen uns dann beim nächsten Fisch. Jetzt hier der zweite Fisch von unserem Tag. Ein schöner kleiner Hecht, 55 hat er wohl. Ja, das ist auf jeden Fall doch ein ganz guter Beginn. Robert hatte schon ein paar Bisse. Ich war bis jetzt leer ausgegangen. Aber jetzt hier kleiner Hecht, schöner Fisch. Der Tag kann ruhig so weitergehen. Wir sind jetzt 1,5 Stunden auf dem Wasser. Top. Und Bombenwetter. Unser Angeltag ist jetzt hier zu Ende. Wir haben das Boot jetzt hier wieder an Land gebracht. Und
ja, Fisch ging leider nicht mehr. So blöd kann das laufen. Aber der Wind hat einfach komplett abgeflaut. Man sieht es auch im Hintergrund, der See ist einfach ein Spiegel. Das ist natürlich kein ideales Hechtwetter, dann noch mit Sonne. Ja, ist nicht ganz so ideal. Aber ja, jetzt geht die Sonne auch unter. Wir haben es eigentlich ganz gut den Tag ausgenutzt. Wir hatten ja zwei schöne Fische. Ein 80er und ein 55er. Kann man nicht meckern, würde ich sagen. Wir freuen uns auf jeden Fall. Das Rodel war das größte Hechttier gewesen bisher. Und ja, hier werden wir auf jeden Fall noch ein paar Mal angreifen. Und ich denke mal, diesen Herbst geht auch noch ein richtig schöner Hecht. Bin ich mir sehr sicher. Und ja, echt ein sehr vielversprechender See hier. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, kommentieren, abonnieren und über einen Daumen hoch würden wir uns auch freuen. Und schaltet das nächste Mal ein bei den Fischköppen. Bis dann, ciao.